Zurück zum Desktop. Ach, quatsch doch nicht zurück zum Desktop. Ja, wir sind noch on, oder ich bin noch am Start. Haben wir jetzt ein bisschen länger keinen Stream. Aber ja. Weiß nicht. Junge, wie lange führst du noch aus? Ich brauch gerade ein bisschen. So, jetzt. Okay. Ja, ich habe ein ganz kleines bisschen meinen anderen Spielstand gespielt. Um da auch vielleicht ins DLC vorzudringen. Aber nicht viel. Hallo. Denn? Nein, das war der falsche. Okay. Ja. Mal sehen, wie das alles so läuft hier, denn die Hardware ist geupdatet. Bis auf die Grafikkarte. Und ja. Mal gucken, das ist der erste Stream jetzt mit dem ganzen neuen Stuff. Bin tatsächlich relativ zufrieden. Denn ich kann sogar Ark relativ flüssig spielen. Und das ist ja schon mal ein Upgrade, ne? Mit einer neuen Grafikkarte in der 40er-Reihe wird es wahrscheinlich dann super perfekt sein. Ja. Jetzt muss ich halt gucken, was der neue Prozessor so verkraften kann. Ich habe eben, oder vorhin, schon einen Stream zusammengeschnitten. Den, wo ich Relana besieg. Und das ging relativ schnell. Also der hat das 2-Stunden-Video in 2 oder 3 Stunden, glaube ich, durchgeballert. Da habe ich vorher halt eine Nacht für gebraucht, ne? Mit Absturz, der jetzt nicht war. Also, könnte laufen. Wird sich zeigen. So, aber jetzt wollen wir, oder will ich erstmal ein bisschen weiter leiden. Ich weiß gar nicht mehr, wo bin ich stehen geblieben? Ich glaube, ich bin in diese neue Burg gegangen, ne? Und da war so ein Hippo-Boss. Ich starte mit einem Boss-Fight. Oh Gott. Der an sich nicht schwer war. Hier so ein Piep auf dem Arm. Ich muss sagen, Elden Ring lädt aber ganz schön lange in letzter Zeit. Mindestens bei Spielstart. Ratter, ratter, ratter. Ich hoffe mal, dass ich heute gut durchquatschen kann, weil ich habe hier so eine schöne Afte auf der Lippe. Schattenbergfried, ja, genau. Mit der Superkeule. Goldenes Rufzeichen. Boah, ich weiß gar nicht mehr. Das war die Superkeule, ne? Die wumpst ordentlich rein. Aber die war, glaube ich, sehr langsam, ne? Ist halt Stärkewaffe. Aber die scheppert. Gucken. Da hinten liegt es.
Batz, Junge. Alter. Ich kenne jetzt natürlich das Angriffsmuster nicht so wirklich. Weil es ewig her ist. Boah, der nimmt hier alles auseinander. Hallo. Oh, Panic Rollen. Ich weiß nicht, ob hier noch Runen da lagen. Runen. Ich weiß aber nicht, wie viele das waren. Das startet gut, ne? Spiel kennt keine Gnade. Aber gut. Menschen, sollst du es in beide Hände nehmen? So, danke. Ich sehe auch absolut nichts gerade. Jo. Lief super. Perfekt. Das goldene Nilpferd. Ich probiere halt mal wieder eine andere Waffe. Ah, die Rückenhandklinge. Ich bin ja so ein bisschen für den Bluthund-Reißzahn. Ne? Blasphemische Klinge könnte man auch nehmen. Warte mal, wo war Relanas Ding? Vielleicht sind dies hier auch, ne? Ja, okay, Feuer juckt den jetzt nicht so. Vielleicht habe ich gerade deutlich zu langsam reagiert oder mein Controller reagiert nicht auf die Eingaben. Warte mal, ich will aber mal was gucken. Was habe ich noch für Buff-Zauber? Flamme heile mich. Flamme beschütze mich. Körperlichen Schaden. Probe 30. Erhöht ihr den Heiligschaden Resistenz? Euch und euren Verbündeten goldener Schwur mit Blitzresistenz. Die Schadenresistenz. Das könnte man ja auch noch mit reinnehmen, ne? Lässt die gelbe rasende Flamme aus euren Augen schießen. Ein Schrei treibt nahe Gegner in den Wahnsinn, heftet und verbreitet Wahnsinn. Na, Wahnsinn ist, glaube ich, auch strong, aber. Hm.
weiß halt nicht, ob Relanas Schwerter hier so der Way sind, ne? Okay, die machen gar nicht mal so schlecht Damage. Wozu heal ich denn? Heal. Ich habe gleich keinen Heal mehr, ne? Ach komm, ich bin noch gerollt. Natürlich, jetzt macht er auch noch... Er ist ein fucking Stachelschwein, Alter! Ich hab keinen Bock mehr. Also die haben ganz okay Damage gemacht, ne? Probier es einfach mal wieder damit. Ich würde auch... Ich will ja ohne Mimiktier, ne? Ich gebe den Ganzen einen Versuch. Aber ich würde so langsam auch, ne? Ich hänge übelst hinterher. Was das DLC angeht. Also spoilertechnisch ist da nicht mehr viel zu retten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich bei jedem Boss ein paar Tries ohne Mimiktier machen und dann, ne, einfach, um auch vorwärts zu kommen. Ich würde das schon gern irgendwann auch durchspielen. Und den Profi-Run Solo Level 1 ohne Rüstung kann ich immer noch machen. Aber Bloodhound Fang zeigt sich wieder als äußerst effektiv, ne? Okay. Scheiße! Oh. Ich hab auch nicht gesehen, wo ich den, ne? Finishen konnte. Ah, shit, der war gut. Ich war zu greedy, ich hätte vielleicht healen sollen, anstatt weiter... Na, aber ich dachte, ich finde den Punkt, wo ich ihn einmal finishen kann.
Guck mal, ich habe auch noch keine große Rune aktiv, ne? Oh nein, ich habe nicht in... beide Hände genommen. Oh, da drüben. Mach mal hier. Scheiße. Ich hab irgendwie hinten. Greedy! Ja! Du scheiß Nilpferd, Alter. Aspekt des Schmelztiegels Dornen. Skadaboom-Fragment. Was hat das Ding mit Schmelztiegelrittern zu tun? Puh, ja, Bloodhound Fang, ne? Ist die, OP-Waffe. Mir egal. Bums, dieses Spiel. Guck mal, kann ich gleich wieder... Oh, ist Stufe 9 nicht sogar Max? Ja gut, diesen Ort der Gnade könntest du dir auch sparen, weil du den da vorne hast, ne? Aber okay, ist halt, nach dem Boss kriegst du halt so ein Ding. Okay, let's go. Unerwartet das schwacher Feind. Ja, deine Mutter war ein schwacher Feind. Ich fand ihn jetzt nicht so schwach. Ich meine, der war easy, ne? Das war first try und so. Mesmer ist Königin Marikas Sohn. Ihre Gnaden würden niemals ihr eigenes Fleisch und Blut verlassen. Ja, okay, man erfährt so ein bisschen was von der Story, aber das habe ich leider schon erfahren, dass der Dude der Brother von Malenia ist. Vorsicht vor rechts. Hä? Also was für rechts? Oh! Warte mal. So, ich muss mal kurz... Oh Gott! Hallo. Kleiner Pisser. Da. Mesmer Soldatenrüstung. Gegen den Typ habe ich auch gar keinen Bock zu kämpfen, ne? Du Hundesohn! Komm her, mein Freund. Ich sag wo? In den Po! Hehe, raus mit dir. Fall mal runter. Danke. Guck mal da draußen. Boah, da krieg ich doch wieder so eine Invasion, ne? Oh! Hey, Brudis. Ich sag wo? In den Po. Wieso haben die eigentlich alle hier Malekith-Rüstung an? Nicht euer. Warte mal kurz, ich muss mal. Hallo? Hallo? Lass mich nicht anvisieren. Nein! Oh, fuck! Ich sehe nicht mehr durch. Ich muss doch nur. Hier jetzt! Oh Gott! Ich hab vergessen, wie krass normale Gegner im DLC sind. Hey, da spielst du mal 2 Wochen nicht, ne? Und dann machst du den Boss-Fight relativ gut.
Linkshand durch. Ach, von da kann. Oh mein Gott. Ey, die Dudes sind eigentlich dazu da, dich von oben anzuspringen wahrscheinlich, ne? Glück, dass die in die Ecke geguckt haben. Na ju. Was ich mich jetzt frage, also ich weiß tatsächlich nicht, ne? Wie gesagt, Spoiler, kannst du nicht mehr ausweichen. Ich weiß, Radahn ist Endboss, kontrolliert von... Hier, wie heißt der? Malenias kleiner Kinderbruder. Dessen Spuren wir hier folgen, ne? Und so. Und Mess irgendwie halt noch. Der gehört auch zur Familie. Der wurde irgendwie hierher geschickt von Marika, um das zu reinigen oder so, ne? Weil hier böse. Und dann hat sie ihn halt nicht zurückgeholt oder so. Keine Ahnung. Aber ich habe keinen Plan, was noch für... Also ich weiß noch, klar, Curseo Bale, ne? Der olle Drache. Der existiert halt noch. Dann gibt's natürlich noch... Oh mein Gott. Er hat ein fettes Schild. Ja, aus dem Trailer kann man sich halt noch ein paar Bosse ableiten. Der Typ, der irgendwie da den Speer aus seinem Kopf zieht im Trailer. Dann gibt's ja noch so einen komischen, Fäulnisritter oder so. Ja. So, das war's dann aber auch, ne? Mehr weiß ich tatsächlich jetzt so nicht. Und ich weiß nicht, wer davon halt storyrelevant ist. Ah, da ist die dumme Sau. Ich hab den nicht gesehen. Wie wär's, wenn du dich mal raustraust mit deinem Scheißbogen? Ha? Kleiner Pisser. Oh, ich hab kein Mana mehr. Doch, ich hab keine Ausdauer mehr. Gesegnete Knochensplitter, ihr kleinen Wichsers. Zeig dir gleich meinen Knochensplitter. Goldener Schwur. Was ist das? Verbraucht FP, um Angriff und Verteidigung zu erhöhen. Überreste sich nach einer Segnung. Herstellbares Objekt. Das kann man herstellen. Dafür brauche ich das Rezept. Das ist natürlich, ne, vom Bossfight noch Schnecken. Digga, wo bin ich denn hier? Ich glaube, so eine Art Baumwächter gibt es auch noch, von denen wir im normalen Spiel halt die... die immer bei diesen Baumteilen waren, wo wir die Tränen bekommen haben, genau. Ich glaube, so eine Variante gibt es hier auch noch. Oder von denen wir die goldene Saat... Irgendwie sowas habe ich, glaube ich, auch noch gesehen. Aber ich habe halt keinen Plan, wann die kommen. Und wie gesagt, keinen Plan, was es sonst noch, ne, für Mini-Bosse oder Story-Bosse gibt. Mesmer Feuerfett. Nö, der sieht krass aus. Gehe ich nicht hin. Kann ich da runter? Ich kann hier runter. Bam, Junge, in die Fresse. Auf natürlich Gefahr in den nächsten... Ja gut. Sollte nicht direkt der nächste Storyboss hier kommen, ne? Das wäre ein bisschen krass. Ach, das war...
Okay, das ist eine Abkürzung. Ja gut, ich setze mich aber noch nicht an die Gnade. Gar nicht gesehen, dass hier eine Tür ist. Na gut. Ja, dann geht's wohl weiter da hoch, wo der krasse Dude ist, ne? Boah, ich habe gar keinen Bock auf den. Sieht heftig aus. Radarfrucht. Wo läufst denn du hin? Ich bin hier. Kuckuck. Oh. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich den backstabbe. Aber bin ich zufrieden mit. Silberne Federtierfuß. Ja, nehme ich auch gerne. Wo? Pff, dich habe ich gar nicht gesehen. Okay. Oh, na, 5 Tränke nur noch. Hier meine ich. Und wo zum Fick geht's hier hin? Und wie viel Runen habe ich überhaupt? 270.000. Scheiße. Ah, nee, ich kann eh noch nicht leveln. Alles klar. Geheimnis? Ja, scheinbar nicht. Aber hier muss was sein, ne? Also, dass das hier... unnötig ist, wäre ein bisschen lame. Geht's hier runter? Oh, tief hinunter. Natürlich ist hier ein Lügner voraus. Du bist der Lügner! Oh, hier ist wieder so ein... Wilde. Ja, nee, ist... Ja. Gut, wäre auch ein bisschen enttäuschend, wenn hier nur so ein Bild wäre. Gebiet der Drachen. Kanalisation, ne? Ja, gar keinen Bock drauf. So Moog-Vibes. Mikelas Opfer. Der gute Moog. Der wird nämlich nur ausgenutzt von Mikela. Um seinen Körper zu formen. Oh shit. Das kommt mir doch bekannt vor. Heiße Nase, ne? Ich weiß nicht, ob das vom Bad kommt oder ob da irgendwie ein so ein heiß Nasenhaar sein könnte. Gefühlt zupfst du dir da raus und nächsten Tag ist es wieder da. Echt nervig. Okay, ich glaube, ich habe ein geheimes Gebiet gefunden. Tief unten im Untergrund. Ey, wenn jetzt ein Boss Company am Arsch, ne? Ich will meine Runen jetzt nicht verlieren. Warte, gibt's hier eine Unterseite? Nö. Nicht so wie hier, ne? Hier hast du Untergrund, okay. Sag, oh sag. Zeit für... Kann ich da irgendwie hochfahren? Nee. Nutzlosigkeit voraus. Gadu Altus. Und voraus. Eigentlich verborgener Pfad. So, hier. Pfad, Digga. Das macht mir Angst hier unten.
Weil bis jetzt sind solche Bootstouren nicht gut geendet, ne? Bin ich ehrlich. Verborgener Fall. Ja, ihr seid doch alle scheiße, Alter. Ding ist, du musst halt auch jeden trotzdem aus... Wo bin ich denn jetzt? Ich bin hier. Ich mach mal... Ja, richtig. Reicht aber auch gerade so, ne? Rüstung, Riese voraus, daher Kampf auf Pferd versuchen. Oh, er da. Ofengesicht. Die will ich halt gar nicht kämpfen gegen die Viecher, ne? Scheiße, da ist einer. Jo, Brudi, ich häng fest. Warte mal kurz. Boah, ich kann die nicht leiden. Ruinen von Unte. Vor allen Dingen, die bringen halt auch nicht viel, wenn man die besiegt. Wie ich das gesehen habe. Kriegst du halt das Ofengesicht und ich glaube ein paar Runen. Das war's. Also tatsächlich eher ein enttäuschender. Hier sind ganz viele Hinweise. Unerwartet, dass es weitergeht. Hau rin, Brudi. Gut, aber hier ist nichts, ne? Also bei manchen frage ich mich, wie die an den Stellen hier sterben können. Also klar, wenn du dich von dem überraschen lässt. Aber man sieht den doch früh genug. Du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass hier unten wirklich bloß das Feuerding ist. Und hat was? Hey, guck mal, da geht's nämlich noch weiter. Was heißt weiter? Doch, weiter. Oh, da hätte ich vielleicht doch das Pferd nehmen sollen.
Heißt hier vielleicht. Das ist pferdrelevant. Oh nein, hier sind wieder diese Ekelviecher. Weg, du Ekelfliege. Fliegenschimmel. Ah. Eine Bestie. Bestie. Auch wenn du mal ein Mensch warst. Du bist nur noch Abschaum. Gudi, gudi, gudi. Baseball. Noch eine. Ah. Gut ist. Nein. Hab gar keine Lust drauf. Noch so eine. Bin so ekelhaft, ne? Weiß ja nicht, wer bei From Software diese Fliegenkrankheit ausgedacht hat. Oh Gott! Digga, er gangbangt sich einfach. Weg, weg. Trinken, trinken. Oh. Ekelfieche. Komm auch aus allen Löchern, ne? Miedestein. Da unten ist schon wieder eine Gnade. Bogen versuchen. Ich wollte eigentlich die Burg weiter ablaufen, ne? Aber okay. Frage ist halt, wo führt mich das hier hin? Hier. Oh. Tingbogen versuchen wahrscheinlich, ne? Ja gut, aber da komme ich ja trotzdem. Glaube ich. Oh doch, da komme ich ran. Also jetzt will ich da runter. Oder geht's hier noch weiter? Fliegerig! Ich töte dich! Yeah! In den Boden mit dir! Der Fliegerig, der Fliegerig! Zeigt mir gerne als Picks von sich. Noch mehr fliegerig. Boah, da unten sind mehr. Beten die? Starker Feind voraus. Jetzt kommt der fliegerig König oder was?
Vorsicht vor links. Du Wichser! Nein! Du dumme Fliege! Ich häng fest. Ja. Treff doch, du Hund! Das gibt's nicht. Oh Gott. Also in manchen Momenten ist Anvisieren echt kacke. So, jetzt zu dir, dummen Wichse. Oh, du Bastard, ich hau dir aufs Maul. Meine kleine Nutte. Für dich gehe ich all out. Nein, du solltest in beide Hände nehmen. Was ist das denn, Alter? Ich kick den anderen weg und die Fliege erwischt mich in dem Moment? Mistvieh. Blablabla. Junge. Oh, noch mehr von diesen Mistfliegen. Ihr seid so ekelhaft. Brenn in der Hölle. Unterirdische Gruft voraus. Und? Ah, hätte passieren können, ne? Das ist diese typische Eldenring-Fallhöhe. Bei der du nicht weißt, ob du stirbst oder nicht. Oh! Ekelhaft! Juckt das Ohr. So, was jetzt hier? Unterirdische Gruft. Wo? Bin ich hier Bergsteiger oder was? Tal S from the Mount Everest. Sarg voraus und dann Eldenring Hund versuchen. Vorsicht vor Ducken. Junge, sprech doch nicht in Rätseln, Mann. Erstens Klippe. Neue Fliege? Ey. Vielleicht stand Zauberer voraus. Vielleicht war das eine Zaubererfliege. Pokusti, Pokusti. Oh nee, da ist so ein Wichser. Der muss als erstes dran glauben. Und jetzt. Ja. Ja. Ihr Kackviecher. Besessenes Wesen. Das ist nur mein Schatten. Abrollen voraus. Also nicht mein Schatten, sondern der Schatten von... Was für Abrollen voraus? Wertvolles Objekt. Deine Mutter ist da voraus. Wobei, es gibt ja irgendwie so Klippen, wo du, ne? Runterfallen kannst. Ja, wo bin ich hier? Also ich weiß ungefähr, wo ich bin. Aber das ganze Ding habe ich jetzt nicht mitgenommen, ne? Wir haben das Ganze von oben gesehen. Diese komischen Gnome.
Unterirdische Gruft. Hab ich doch richtig gehört. Also, obwohl ich nur einen Hörer auf dem Kopf hab. Der ist einfach dumm wahrscheinlich. Da ist eine Gruft. Habe Gruft gefunden. Ertrag das nicht, ich hab's geschafft. So, mehr ist hier nicht? Einfach eine Gruft am Ende der Reise. Ein Objekt voraus. Ein Rumpf voraus. Schöner Anblick. Ja. Na gut, dann. Ja, gehe ich mal in die Gruft, ne? Und dann kann ich mich ja zurück in die Burg porten und dann gehen wir da lang, wo der große Dude war. Klingt nach einem Plan, würde ich sagen. Dunkellicht-Katakomben. Eine Gnade wäre cool, ne? Mein, ich weiß, ich übersehe auch oft gerne Gnaden, ne? Wie man in dem einen Dungeon gesehen hat, wo ich voll dran vorbeigelaufen bin. Weiß gar nicht, habe ich das schon... Wollte ich eigentlich für einen TikTok-Clip machen, aber ich glaube, ich habe den Stream noch nicht mal geschnitten davon. Muss ich noch mal gucken. Gut. Ach du Scheiße, hier ist dunkel. Hallo? Früher hatte ich dafür was. Warte mal. Wo ist es? Feuerspirale. Hä, bin ich doof? Ja, es wäre der Licht. Vorsicht vor links. Vorsicht vor links. Immer noch Vorsicht vor links. Hey du Kacknoob! Alter, hat der mir Damage gemacht. Damit ist der erste Trank weg. Nachricht wurde bewertet. Ich glaube, ich habe meinen Trank gerade wiederbekommen. Lügner voraus. Oh Gott. Gibt ja auch noch irgendwie ein Schwert, das man bekommt in solchen Gruften durch... oder über mehrere Gruften. Digga, was sind das für komische Kackbratzen? Das sind halt einfach diese Steingolems, ne? Aber auf Testo gefühlt. Weil sie einen Sonnenblumenkopf haben. Digga, wie oft willst du mich noch anlügen mit deinem verborgenen Pfad? Das Schlimme ist, dass ich halt überall gucken muss. Gut umschauen. Moin. Ja, hier gehen die Tränke ja weg wie Tic-Tacs. Ach du Scheiße. Lass euch runter?
Oh ja, da könnte man. Boah, da könnte man, ne? Man könnte aber auch hier runter. Oh mein Gott! So, und jetzt kann man sich... Smaragd-Bernstein-Medaillon. Das kenne ich doch irgendwoher. Erhöht die maximale Ausdauer bis aufs Äußerste. Warte, heißt das... Ich muss mal kurz Klinge der Gnade. Ich will mal noch mal kurz gucken. Das wäre die maximale Ausdauer. Das zeigt er nicht an, ne? Schmiedetalisman. Grünspan-Diskus. Egal, ich will das. Ich weiß nicht mal mehr, woher der kommt. Du? Keine Ahnung, wer das war. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich jetzt... Ne, wahrscheinlich muss ich nicht hier lang, ne? Aber hier sind noch... Ey, du kleiner Drecksack! Oh Gott. Ah, da wäre ich hergekommen. Okay. Oh, das ist gut, ne? Dass ich den dann hier von hinten... Weil der hätte mich hier überrascht und mich wahrscheinlich gekillt. Na gut, dann... We're going deeper. Oh, wir gehen wirklich tiefer. Ja, moin. Was ich schon lange nicht mehr geguckt habe, ne? Ja, auch manchmal, okay. Reiset, Kontrollpunkt. Drüben ist ein Hebel. Okay, das Dunkel feiere ich jetzt nicht so. Er zaubert ihn hier. Oben. Ja, das ist so eine hässliche Geistertalilie, ne? Gott sei Dank, wie weit reicht denn die Magie von dem Dude? Leiter habe ich gesehen. Oh Gott, Kanone!
Junge, wieso ist da ein Dach? Wieso ist hier eine verfickte Stadt unter dem Ding? Bin ich wieder in Nokrum? Der schwarzen Stadt? I don't know. So, wie komme ich da drüben zu den Ficker? Ich will den noch einen Kopf kürzer machen für seine Magieangriffe. Ah, er meint wahrscheinlich den da als Lügner. Naja, aber nicht analysieren. Nein! Vollidiot. Ist der dumm? Hä, wie dumm ist denn der? Oh mein Gott. Boah, ich bin so ein Gött, ne? Oh nein, da ist schon wieder Magie. Ach, so einer ist das. Okay. Krass. Kann er sich mal selber treffen damit, bitte? Vorsicht vor links. Oh, Zahler! Nein! Dreckiger Hoden-Kobold, Alter. Da mache ich das natürlich. Fuck! So ein Drecksack. Okay, aber jetzt habe ich ja ein bisschen weniger Weg eigentlich, ne? Ich muss ja nur... Nein! Oh mein Gott. Mal, wie ist es hier eigentlich? Andere, da macht mir halt mehr Angst, ne? Ja, da. Todesritterhelm? Ist ein bisschen schlechter, ne? Aber blitzresistent dafür. Verbessert Talente und Anrufung des uralten Drachenkults der Hauptstadt. Mhm. Am Kirke. Oder die ist halt massiv, ne?
ist Radan-Level ein bisschen besser teilweise, ne? 18. 13. Ja, doch. Hier ist plus, minus. Na, die sind hier alle, glaube ich, ungefähr auf dem gleichen Level. Aber die ist halt die schwerste, ne? 24. Oh, da kannst du halt auch, ja, die anderen Dinge hier anziehen für, 16, 15, ne? Ah, lohnt nicht. Egal, ich wollte. Warte mal, gab's dafür denn auch. Ah, ich kann ja auch Anna rumlaufen. Ich weiß immer noch nicht, was der macht, ne? Göttlicher Bestienkopf. Genau das gleiche. Hier, Todesritterhelm. Ja, gut. Talente des uralten Drachenkults. Warte mal. Das. Ist da schon welche? Alles Drachenkommunion, ne? Nee, ich glaube, vom uralten Drachenkult habe ich noch nichts. Das ist nämlich der Clan, der hier, glaube ich, ne? Drachenpriesterin haben wir schon getroffen. Jetzt habe ich hier schon wieder irgendeinen Geheimweg. Ich habe meine Runen zurückzuholen. Gegner vor. Warte mal, hier steht. Einstürmen benötigt. So. Oh mein Gott. Warte. Das ist der Dude, der auf mich geschossen hat. Aha. Kleine Nutte. Daddy ist zu Hause. Wusste ich natürlich, dass ich hier hinkomme und, ne? Ihn in den Arsch ficken werde. Und es geht noch tiefer runter, meine Damen und Herren. Runter, runter, runter. Immer tiefer in die Erde hinein. Könnte schon als Untergrund durchgehen, ne? Lügner vor. Ja, deine. Oder ist ein Lügner. Wurmlauf voraus benötigt. Hä? Aber warum? Oh mein Gott! Zeug explodiert. Ich bin tot. Ich bin sowas von. Hast du überlebt? Oh, ich hab das nicht überlebt. Heilige Scheiße. Oh, aber hier ist wieder ein Marikas Pfahl. Ja, cool. Wie macht man den denn jetzt? Oh Gott. Baby. Komm hier.
ihr mir in den Rücken fallt, ne? Gut versuchen und dann Rache. Ja, wahrscheinlich kann ich den nicht machen, ne? Oh, doch, ich kann. Drecksack, Drecksack. Du dämlicher Hundesohn, du dämlicher Hundesohn. Oh Gott. Das war es nicht wert, das war es absolut nicht wert. Scheiß drauf, ich geh einfach weiter runter. Es geht noch tiefer nach unten. Scheiß drauf. Da war noch eine andere Richtung, ne? Oder? Kommt man da lang? Bro, ich habe keine Ahnung, wo das Spiel hier hin will, ne? Ah, das Spiel will zum Boss. Sehr schön. Wird auch Zeit. Mimiktier, mach dich ready. Nein. Become my blade once more. Digga, ich hab nur noch 2 Tränke, ne? Wehe, das ist jetzt wieder so eine scheiß Steinkatze oder so. Älteste. Heilige Scheiße, wer ist er denn? Hallo. Lass das mal bitte. Ich war. Oh nein, das war der falsche Trank. Hallo. Ja, hatte keine Tränke mehr. Zum Glück ist hier Marikas Vater. Ich habe mir auch schon mal überlegt, vielleicht muss ich hier die Wundermedizin nochmal upgraden. Na, was heißt upgraden? Eine andere benutzen. Oh nein, ich habe keinen. Scheiße. Ich hätte einen Trank nutzen sollen. Ja, hätte ich vielleicht. Junge! Was bist denn du? Was ist denn das für ein Fettkloß? Wo kommt denn der her? Scheiß Opa, Alter. Befördert. Beschwörte einfach den McDonald's-Stammgast. Nein, weiterhin. So. Komm. Das ist schon wieder. Ja, das ist ein Kack-Run. Ja, ich sterb. Ich versuch wenigstens meine Runen einzusammeln. Ach komm!
Digga! Seid ihr irgendwie alle dumm? Er ist schon wieder weg. Das ist so ein Feigling, Alter. Ei, wollt ihr mich verarschen? Das gibt's nicht. Der beschwört einfach 20 Kopien von sich? Dann ist die Elden Ring Community sauer, wenn du eine Mimiktier benutzt, ne? Oder andere Beschwörung. Jetzt kommt er gleich mit dem Scheiß. Digga, such dir mal ein vernünftiges Moveset, Alter. Digga, verpiss dich, du Fettklops! Alter! Drachenstabspeer. Da war es wieder, ne? Wegbursten. Der hat gut was gegeben. 300k? 150 hatte ich da vorne. Okay. Nehme ich. I take it. Mal ein bisschen Stärke. 30 habe ich jetzt noch. Okay. Udi, wo bin ich denn jetzt? Ey, ich finde hier Gebiete jenseits von Gut und Böse, ne? Das sieht doch aus wie Frenzy Flame oder was? Bisschen Wahnsinn. Würde ich auch gerne mal mitspielen, aber irgendwie habe ich ein bisschen Angst vor diesen Wahnsinns-Fähigkeiten. Weil ich generell den Wahnsinnsstatus nicht so kehrt um, solange ihr noch könnt. Oh, was darfst du mir nicht sagen? Da kehre ich doch nicht um. Da kommt die Neugier in mir durch. Ja, in echt würde ich daran sterben. Gegner voraus. Abgrundwald. Nach Hause. Nebel oder Bestie. Unten ist eine Gnade. Ah, habe ich ja spät. Ich hab halt auch keinen Plan, wo ich bin, ne? Es darf euch nicht sehen. Wenn ihr gesehen wurdet, gibt es keinen drin. Man kann es nicht einmal berühren. Irgendwie hab ich da was. Parieren und dann kritischer Treffer. Oder ich kann nicht parieren, ich habe kein Schild. Meine Niederlage. Frage das nicht.
Ja, guck, die Schafe sind mit Wahnsinn. Wie bei den Ratten, ne? Die Augen leuchten. Wahnsinn voraus. Guck mal, da ist einer. Wahnwitzige Hand. Digga, ich buff mich. Ich buff mich so hart dafür. Einer noch! Ah, oh, besiegt! Du Nudde! Oh, das war der falsche Trank. Wahnwitzige Hand. Ein Handschuh, der aus der abgezogenen Haut der Opfer eines reinen Blutbades genäht wurde. Fügt dem Ziel Wahnsinn hinzu. Erhöht die Angriffskraft, wenn in der Nähe Wahnsinn ausgelöst wird. Dies sind die Waffen, die aus unnachgiebigen schwarzen Impulsen der Rache der völlig Niedergeschlagenen geschmiedet wurden. Wahnwitziger Speerhandschlag formt die Hand zu einem Speer, bevor ein tiefer Stich entfesselt wird, der den Körper des Gegners durchdringt, belegt den Gegner mit einer großen Dosis Wahnsinn. Löst Wahnsinn aus. Okay, ja, Wahnsinn ist, glaube ich, sehr stark. Oh, nee. Ah. Was? Das Spektralross hat Angst und kann nicht beschworen werden. Okay. Ich weiß nicht, kann man die Gegend hier noch erkunden? Okay, da vorne. Kann man die Gegend hier erkunden? Oh. Ja, Ratten. Versteckt euch, macht keine Laute. Kämpfen ist keine Option. Da hinten ist was. Das ist ein Dude. Mir juckt das Ohr. Hirn versuchen. Duckt euch im Dickicht. Oh fuck, das sind mehrere. Parieren. Digga, was ist das? Atmet. Dagegen kann man nicht kämpfen. Okay. Mami. What? Was? Okay, ich sollte auf Hinweise hören. Das ist, man kann es nicht bekämpfen, okay. Oh, hier war ein Marikas Pfahl, habe ich gar nicht gesehen. Ich hätte gern die 130.000 zurück. Darf ich die haben? Wär sehr freundlich von dir, junger Mann, wenn ich
Und so, ne? Also. Ich will auch gar nicht probieren, wie schnell das Ding mich angreift, wenn es mich sieht. Ich gehe in die andere Richtung. Ich habe auch gar keinen Bock zu gucken, was dahinter ist. Da ist noch so ein Vieh gelaufen. Nein, nein, nein. Nicht mit mir. Ich gehe schön hier. Hier, die. Die kann ich besiegen, weißt du? Die sind physisch da. Die haben einen Körper. Die kann ich schlagen. Außerdem hätte ich gerne das Kartenfragment. Ruhe. Greifst du an? Du greifst an! Nee, du greifst nicht an. Selber schuld. Hast mich erschreckt. Ob man hier vielleicht irgendwie einen Bonus hat oder so, wenn man im Hauptgame sich für die Wahnsinnsflamme da entschieden hat? Wieso habe ich gerade Wahnsinn gekriegt? Warte vom Abgrund. Und umschauen Objekt voraus. Umschauen Gnade voraus, Digga. Okay. Verlassene Kirche. Skadaboom. Skadaboom. Auge von Yeluch. Die Frage ist halt, ist hier was, ne? Also. Das sind nicht so eine Wahnsinnsgegner, ne? Das sind wie der Boss eben. Yes! Vision von Regen. What? Hä, was zum Fick? Und jetzt hört's auf. Wird man hier wirklich wahnsinnig, Alter. Oh, Bestienknochen. Also farblich und so könnte ich mir halt vorstellen, dass der Dude, der im Trailer da dieses Schwert im Körper hat, ne? Ich glaube, das sah so ein bisschen so aus wie hier. Aber. Wieder Regen. Nicht Zauberei. Ja, aber was macht das? Also. Hinterlaternenfliege. Ja gut, hier scheint aber jetzt nichts zu sein, ne? Also.
eh nochmal hier so ein bisschen, ne? Alles ab. Also zwangsweise werde ich auch an diesen komischen Viechern vorbei müssen. Okay, da komme ich nicht hoch. Ja, du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass das alles nur für so ein Skada-Boom-Teil ist. Hilf mir. Nö. Ich geh. Helfe an den Tarnischen nicht. Ratte. Oh, da ist eine große Ratte. Oh, ich merke gerade, ich kann mit meinem Bloodhound-Fang jetzt gar nicht. Hallo. Meine Löwenkralle benutzen, ne? Aua! Oh mein Gott, ich bin fast tot. Ja, natürlich. Hau nach hinten, du dummer Hund, Alter. Was für Bluthund. Schmiedestein. Ja, wäre vielleicht ganz toll, wenn ich, ne, früher hier gewesen wäre. Folg ihm mal hier. Ah, guck mal, ja, hier, er ist gut dabei. Oder auch nicht. Nur dies Pferd. Scheiß auf das Pferd, Junge. Oh, große Ratte. Große Ratte. Ich weiß nicht, ob man da hoch kann, ob das was bringt. Gib nicht auf. Boah. Gegner voraus. Ist das eine Sackgasse? Wo sind hier Gegner voraus? Gegner! Ah, Ratten. Überall Ratten. Digga, die machen aber auch Damage, ne? Auch eine Rune. Eine Geistertal-Lilie. Also wenn du das Spiel noch nicht durch hast, ne? Und solche Sachen zum Leveln der Aschen und Waffen brauchst, ist das super.
bestimmt auch noch ein, zwei Aschen, die ich leveln könnte. Könnte man von hier vielleicht darüber kommen? Ja, aber da müsste da ja irgendwo ein Durchgang sein, ne? Oh. Ich bin wieder hier. Hey, Dude. Ich weiß, wir hatten einen schlechten Start und so, ne? Aber wollen wir es nicht nochmal versuchen? Da muss aber irgendwas sein hinter denen, ne? Die bewachen doch irgendwas. Da muss ich mich wohl an dem vorbeisneaken. Das sind diese schwarzen Schatten, bloß mit so einem Wahnsinnskopf. Frage ist halt, wie hoch ist die Range von denen? Oh mein Gott! Ah, das sind Fallen! Nö! Ich bin tot. Oder? Hier sind wir verpisst. Fuck! Mein Handy vibriert! Verpiss dich! Scheiße! Okay, die gelben Dinger sind Fallen! Oh. Oh! Bin so weit gelaufen, dass hier irgendwo Marikas Pfahl war. Geil. Durchrennen klappt halt einfach immer. Wo bin ich denn jetzt? Des Ältesten. Die habe ich schon irgendwie. Paddles, die haben wir gesehen, die Hütte, ne? Immer noch kein Kopf. Okay. Mehr von diesen Dudes. Monster voraus.
Barrieren versuchen. Nee, ich kann nicht. Ich habe kein Schild. Ich will jetzt auch nicht parieren üben. Stille. Klärende Boli. Oh, wichtig, ja. Wieder was? Ich denn jetzt? Ich dachte, ich mache hier so einen kleinen Dungeon und ne, aber wir haben schon wieder ein riesiges Gebiet entdeckt. Weiß nicht, in dem Blumengebieten hier, in den roten und blauen Blumen, da fehlen glaube ich auch noch Bosse, die man im DLC im Trailer gesehen hat. Immer noch Angst, das Spektrum. Okay. Nein, das Ding hat mich gesehen. Okay, die haben eine fette Range. Die kannst du halt noch... Kannst noch entkommen, ne? Wahrscheinlich portet der sich damit zu mir, kann das sein? Wenn er sich einmal zu dir geportet hat, dann bist du halt am Arsch. Fette Ratte? Ich glaube, ich gleich erstmal eine Pipi-Pause machen. Hübsche weiße Eule. Hedwig, bist du's? Jetzt sehe ich auch eigentlich alles erkunden möchte. Ne? Hier unten würde ich am liebsten irgendwie nur straight laufen. Ja, davon aus, ich mit der Hütte, ne? Da vielleicht noch was Gutes ist. Bitte, wenn ich einen Marker setze. Oh, da hinten ist eine Gnade. Da will ich hin. Versteckt diese Ratten auch immer so, ne? In dem Busch. Benötigtes Objekt voraus. Handbuch des verrückten Handwerkers. Vielleicht wieder irgendwas Neues. Herstellen, ne? Kopf der rasenden Flamme.
versuchen. Und tot. Ringen versuchen, Mama. Oh Gott, oh nee. Ach Scheiße. Der da hinten. Okay. Immer noch? Guck mal, die Geisteraschen habe ich erst auf 5, ne? Heißt wirklich, viel kann die Mimiktier auch noch nicht. Im DLC. Ach, guck mal, ich kann hier auch lang. Jetzt nicht sterben, ne? Da liegen mehr als ein halbes Level liegt da, ne? Hallo. Kurz. Sind alle Gegner jetzt gerade tot? Nee, da. Dann würde ich mal schnell Pipi-Pause machen. Oh, in die Richtung. Was denn in dieser Richtung? Ey, da hinten ist eine Gnade. Wieso habe ich die ja nicht gesehen? Egal. Ich gehe schnell Pipi-Pause machen. Und dann sind wir sofort wieder am Start. Okay. Dann gehen wir mal weiter durch dieses Wahnsinnsgebiet. Sind wir aber eben nicht lang gekommen, ne? Bin hier lang gelaufen. Ja moin, hätte man sich die nervigen Dudes ersparen können. Kämpfen ist keine Option. Ah, guck, ich stand da oben. Oder? Kämpfen ist keine Option und dann kommt eine Riesenratte. Oh, zwei Riesenratten. Da geht's wieder hoch, ne?
Du bist ne Pussy, du kleiner Wicht. Oh, die machen Wahnsinnsangriffe. Okay. Mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Ich habe verstanden. Baby Skadaboom. Okay, jetzt brauche ich nur noch zwei, dann kann ich schon wieder leveln, ne? Die Frage ist halt, wie weit kann man Skadaboom erhöhen? Ich bin wahrscheinlich schon dicht am Maximum, oder? Ich glaube, am Anfang hatte ich gelesen, es geht nur auf 9, aber 9 habe ich ja schon. Also sind ja schon auf 10. So, Problem. Ich muss an dem Dude hier unten vorbei. Oh. Und an Rattata. Digga, wie hat er mich gesehen? No, 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 no. Oh Gott, Falle. Darf ich mir jetzt erstmal meine Runen zurückholen? Oh, ja, hat super. Ich wollte den Trank nehmen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Digga. Ich bin jetzt so ein bisschen in der Zwickmühle hier, ne? Ich komme nämlich nicht weg, ohne an denen vorbei. Da vorne sind Fallen. Da, ich muss sowieso da hoch, ne? Meine Runen liegen oben wahrscheinlich beim Wasser. Da oben stand ich vorhin, da hat er mich erwischt. Aber die Hütte ist nicht da, ne? Heißt es, die Hütte weiter oben gewesen? Da ist die Hütte. War ich da schon? Ey, das ist... Ist halt schon 2 Wochen her, ich hab's vergessen. So, aber hier ist halt auch irgendwie nichts anderes bis jetzt, ne? Also, ja, Skadaboom-Fragmente, aber sonst war jetzt hier nichts Besonderes bis jetzt. Oh, da hinten, ich sehe sie. Ich sehe meine Runen. Muss ich bloß noch an 3000 Ratten vorbei. Kleinen, ekligen, schleimigen Kanalratten. Ja, ich würde sagen, ich porte mich gleich zurück ins Schloss, ne? Dass ich da ein bisschen weitergehe. Möglicherweise den nächsten Storyboss aufdecke.
Ich weiß nicht, was das ist mit dem Handy, aber manchmal, wenn da eine Nachricht oder so reinkommt, vibriert das halt einfach ewig lange. So, da ist eine Gnade. Da go ich jetzt mal hin. Da ist nichts mehr, so wie es aussieht, ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass hinten auf der anderen Seite der Regen noch irgendwas zu sagen hat. Er ist ja nicht random da. Da wird schon irgendwas sein, ne? Aber muss ich bestimmt irgendwas für machen. Das ist halt so typisch From Software, dass du das erstmal rausfinden musst. Ich weiß nicht, ich würde vielleicht auch sagen, kurz vor Radan oder so, dass ich dann nochmal ein bisschen gucke, ob ich vielleicht ein paar Sachen verpasst habe. Aufdecke. Na, wenn ich denn so weit bin. Könnte es sein, dass ich hier zu der Hütte komme? Dich habe ich gesehen mit deinen leuchtenden Augen am Busch. Da ist nur eine große Ratte. So, ich habe keinen Grund dahin zu gehen, weil da liegt kein Item, nichts. Dieser Hund. Ist nicht preiset Freund. Hab ich doch wieder, oder was? Ja, da bin ich dann wieder da. Da unten? Hin will. Ja, die Hütte ist hier oben drauf. Drüben irgendwie hin. Ja, und dann da oben rüber wahrscheinlich. Ja, weiß nicht, wenn ich jetzt hier im Stream nichts finde, würde ich sagen, ich gucke vielleicht nach dem Stream mal, was es hier so Schönes gibt. Ob ich was verpasst habe. Mal gucken. Dreht seine Kreise. Ich muss diese komischen Dinger nicht berühren.
Okay. Dann bleibe ich mal hier auf dem Weg. Folge dieser Geistergestalt. Oder auch nicht. Oder was ist denn das hier? Warte, ist das das, wo ich schon war? Wo hier steht Vorsicht Monster? Digga, der hat mich doch voll gesehen. Das kann doch nicht. Ey, der kam doch voll auf mich zu. Der hat mich doch... Der hat doch sogar, wo ich den Schritt zur Seite gemacht habe, hat der auch einen Schritt zur Seite gemacht. Das war frech. Ja. Ah, nee. Die Runen habe ich ja eingesammelt gehabt. Jetzt ist wieder dunkel. Ist das tageszeitabhängig? Maybe? Ach komm! Ja, das ist doch zum Kotzen. Ja, jetzt killt. Ja, das war's mit den Runen.